Okay, ist wieder weg. Er war nicht wirklich nackt. Er meinte, er wäre nackt gewesen. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es in den Pool. Gestern waren die Kinder ja nur mit den Füßen drinnen. Und ja, ich bin gerade dabei, den Pool voller zu machen. Denn gestern, wie lange war der am Laufen bitte? Über eine Stunde. Und wie 20 cm oder was waren dann drinnen von der Höhe her. Das war richtig heftig. Und der läuft jetzt auch schon wieder fast eine Stunde. Einfach unnormal. Ja, Carlos ist gerade zum Baumarkt gefahren. Wie ihr wisst, baue ich ja da oben aus. Und da habe ich was noch benötigt, was mir jetzt leer gegangen ist. Und deswegen ist er kurz hingefahren. Danach so in circa eine Stunde, eineinhalb Stunden, habe ich meinen Frauenarzttermin. Und da bin ich echt gespannt, wie das Ganze da ausschaut. Sie guckt nämlich nach dem Nabelbruch. Und ich habe einfach nur ein bisschen Angst. Ich versuche erst gar nicht so dran zu denken, mir eben keine Gedanken drüber zu machen. Dennoch, ich hoffe, dass alles gut geht und dass ich diese OP, die geplante OP, nicht brauche. Naja, wir machen uns keine Gedanken, wir malen uns nichts aus. Ich weiß nichts, ich kann euch darüber auch nichts sagen. Ich weiß nur, dass ich einen Nabelbruch habe und das scheint auch nicht nur minimal zu sein. Mal gucken, weil jetzt, wo der Bauch weg ist, spüre ich das auch. Und deswegen, ja, ich nehme euch mit. Die Kinder sind gerade draußen, schauen in den Pool. Luisa ist gerade hier bei mir. Gianno wollte noch irgendwas haben, ich weiß nicht was. Ich nehme auch gerne die Kamera mit. Hier auf der Terrasse ist Schatten, das ist schon mal sehr gut. Es ist mega warm, ich glaube 26 Grad oder 27. Gianno, was wolltest du jetzt haben? Ach so, dann, ja, Moment, ich hole Schlüssel, ja? Ich weiß, was du meinst. Diesen Ring für dein Getränk, also den Getränkehalter, oder? Ja, wir haben ja für die Getränke so einen Getränkehalter für den Pool, 3 Stück. Und das ist meiner, genau. Aber du kannst ihn auch benutzen. Und die Belina hat ein Einhorn. Und jetzt holen wir noch das von Gianno. Das ist so ein blauer Ring, wo eine Palme drauf ist. Ich bin mir nicht sicher, ob der hier ist. Ich guck mal, Gianno. Gucken wir mal. Der Gianno fragt, warum sieht die Palme so aus? Wieso ist die Luft raus? Mama macht da gleich noch ein bisschen Luft rein. Die ist ein bisschen rausgegangen. Ja. Ich zeige euch mal jetzt, wie viel Wasser da drin ist. Die anderen zwei große Ringe haben wir auch schon aufgepustet. Einmal ein Krokodil und ein Einhorn, hatte die Melina sich ja gewünscht. Ich kann nicht ziehen, sonst. Na? Da liegen zwei Schwimmnudeln, Wassermatratzen, Luftmatratzen, Delfin. Ach, wie süß. Schaut mal, was die Melina da hat. Süß. Wie immer zeige ich euch, was ich anhabe. Ich glaube, das ist jetzt schon, wie sagt man, das gehört zum Video irgendwie, weil ich das von Anfang an immer gemacht habe. Ja, ich zeige es euch jetzt einfach mal. Es ist ein Kleid. Und so sieht es aus. Ich kann euch gar nicht erzählen, woher der ist. Also ich müsste gucken, was da hinten steht. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich trage den total gern. Das ist so ein schönes Grün. Passend zu meinen Latschen. Mädels, ich habe gerade Wassermelonen geschnitten und ich habe mich auch schon umgezogen. Es ist einfach viel zu warm und ich werde jetzt auch gleich ein bisschen in den Pool gehen. Der Carlos ist wieder da und hat mir das Klebeband besorgt. Jetzt kann ich heute Abend weitermachen. So Mädels, ich sitze im Auto und Radio. Ich fahre jetzt zu der Frauenärztin. Ich habe noch ein paar Minuten und berichte euch dann nach dem Termin. Ich bin zu Hause von der Frauenärztin wieder zurück und darf euch berichten, dass alles soweit okay ist. Also ich werde nicht operiert und alles sah auch wieder gut aus. Gebärmutter hat sich zurückgebildet und so weiter. Also wirklich sehr, sehr positiv.
Wie man sieht, ich habe mein Bikini an. Wir waren schon im Pool, beziehungsweise Carlos und die Kinder sind noch draußen. Ich habe jetzt die Luisa hier ein bisschen in den Kinderwagen gepackt und habe sie so ein bisschen hin und her geschoben, weil ich habe das Gefühl, sie ist müde, weiß aber nicht so recht, wie sie einschlafen soll. Und jetzt ist sie so, ja, jetzt grinst sie vor sich hin, schläft aber eigentlich. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ich werde sie jetzt noch ein bisschen hier rumfahren, vielleicht nehme ich sie auch ein bisschen raus. Dafür habe ich hier so ein Netz. Seht ihr das? Das kann ich dann einfach so drüber ziehen, damit halt keine irgendwelche Tierchen da halt zu ihr kommen. Und jetzt lacht sie wieder. Und so kann ich sie halt mit rausnehmen. Ja, die Kinder, die drehen total durch wegen dem Pool. Carlos war eben auch schon drinnen und ich musste so lachen. Er meinte, schau mal hier, das ist doch viel besser wie Urlaub. Urlaub zu Hause. Ja, ich würde schon gerne mal am Strand, ne? Aber der ist lustig, echt. Pippi! Dann aber schnell, Schatz. Der Carlos, der sammelt gerade hier Erdbeeren. Oh, schon so viele. Boah, hier riecht aber auch richtig toll, ne? Zeig mal die Erdbeeren. Ich zoome mal nach. Und das sehen. Krass. Hast du meine Handschuhe an? Ja, weil da sind Bienen dazwischen, weißt du? Carlitos, schau mal in die Kamera. Ich habe gerade Spaß mit der Kamera. Ich zoome die ganze Zeit. Nein, die sind echt gute Erdbeeren dabei. Erdbeere. Also heute gibt es echt eine. Und ich sehe hier noch ein paar. Ja, die sind alle so versteckt, ne? Boah, hier ist eine fette, aber die ist angeklammert. Was habt ihr denn hier mit der Unterlage gemacht, Kinder? Guck mal, ich sehe eine. Ich sehe mich gar nicht selbst in die Kamera. Es ist so, die Sonne scheint so krass. Boah, die sieht aber gut aus. Es werden immer mehr. Ja, klar. Du willst in den Pool. Lass meinen Pool in Ruhe. Und komm. Ich bin wieder drin und habe mir ein T-Shirt noch schnell übergeworfen. Die Kinder wollen nämlich die Erdbeeren essen und diese muss ich erstmal waschen und schneiden. Das sind ja doch einige, also das ist echt heftig. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben jeden Tag so viele Erdbeere, aber so viele wie heute hatten wir bis jetzt noch nicht gehabt. Ich baue mir hier was auf, damit ich die Kamera ablegen kann. So. Boah, die riechen richtig gut. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist so krass. Ich habe mir jetzt hier so ein Sieb besorgt. Ob die alle da reinpassen? Stimmt, oder? Ist ja nicht klein. Boah. Heftig. Schaut mal. Richtig gut, oder? So, diese waschen wir. Ich würde aber auch wieder so eine Torte machen oder einen Kuchen, Erdbeerkuchen, richtig lecker. Das sind echt viele. So, die lassen wir jetzt hier ein bisschen abtropfen. Dann brauche ich ein Messer. Macht die einfach jetzt hier rein, glaube ich. Dann kann sich jeder so viele nehmen, wie er möchte. Ja. Ja. Oh Gott. Ich hatte euch in dem Video, wo wir über den Betrug gesprochen haben, da hatte ich euch in den Kommentaren die Möglichkeit gegeben, mir Fragen zu stellen. Und diese werde ich dann demnächst mit dem Carlos dann beantworten. Ich glaube, so viele Fragen waren das jetzt gar nicht. Aber da noch viele von Instagram offen geblieben sind, an dem einen Tag, wo, es war eigentlich eine Woche, wo ich kein Internet hatte, beziehungsweise mal Internet und mal nicht, weil das Internet wollte nicht so recht.
da sind ganz viele Fragen noch offen geblieben und vielleicht beantworten wir diese mit. Genau. Ich hatte ja geschrieben, dass in den Kommentaren, dass wir diese in einem Video beantworten. Und zwar würden wir dann gerne an einem Tag live kommen. Ja, an einem, ich denke, das wird dann in der Woche eher abends, dann wenn die Kinder vielleicht schon im Bett liegen. Wir legen die immer so um, ja, zwischen 7 und 8. Also um 8 ist komplett vorbei. Da wird, da schlafen sie meistens auch schon. Um 7:30 legen wir die hin. Ja, ich will das jetzt nicht festlegen, wann dieser Tag wird und welche Uhrzeit. Ich gebe euch da früh genug Bescheid, entweder noch in einem Video oder ich schreibe das in einem Video in den Kommentaren, sowie auch auf jeden Fall auf Instagram. Und dann würde ich das mit dem Carlos zusammen machen. Und es wäre vielleicht schön, wenn halt noch ein paar Fragen dazukommen. Also wenn ihr Fragen an uns habt, haut die auf jeden Fall raus. Besonders an Carlos. Carlos macht ja nicht immer mit an so einem, also nimmt nicht teil an so einem Video. Und diesmal ist er aber mit dabei. Und deswegen, ja, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr das gerne machen. So, also ich glaube, das dauert ja hier noch ewig, ne? Und manche sind so klein, also mundgerecht, die braucht man nicht schneiden. Auch total gut. Boah, das riecht so gut hier. Heftig, das sind echt einige. Könnte man noch die Nachbarn mit versorgen. Das haben wir tatsächlich mal gemacht mit Tomaten. Genau, das war, glaube ich, das erste Jahr, als wir dann hier eingezogen sind. Das erste, was wir gemacht haben, waren wirklich, glaube ich, Tomaten eingepflanzt, weil wir das immer auch in der Wohnung schon gemacht hatten. Wir hatten da einen Balkon gehabt und da haben wir immer Erdbeere, aber vor allem eben Tomaten angepflanzt. Und ja, als wir dann hierher kamen, haben wir direkt Tomaten angepflanzt und das waren so viele. Wir gingen dann wirklich hier rum, also Nachbarn haben Tomaten bekommen, Freunde, Familie und wirklich viel, also so eine wirklich eine Tüte voll. Also ihr kennt ja diese kleinen Obsttüten, sag ich mal, Obst-Gemüsetüten, die es im Supermarkt gibt, ne? Die stehen halt immer da eingerollt, da wo halt Obst und Gemüse ist. Und, oh, die sieht aber gar nicht gut aus. Und so eine Tüte eben, wirklich, also wie groß ist so eine Tüte? So 20, ja 15 Milliliter oder was. Und wir haben da wirklich so eine halbe Tüte jedes Mal voll bekommen. Wieso? So, ja. Carlos ist gerade hier nackt durchgelaufen. Okay, ist wieder weg. Er war nicht wirklich nackt. Er meinte, er wäre nackt gewesen. Er hatte eine Badehose an. Ich finde das nicht schlimm. Selbst wenn er eine Boxershorte an hätte, ja. Was hast du denn eigentlich jetzt hier gebracht? Noch ein Erdbeer oder was? Nee, die war kaputt. Ach so. Ja. Die sehen echt gut aus hier. Fehlt noch ein bisschen Sahne. Die haben wir jetzt nicht. Ich sag, ich hätte gerne mit Sahne gegessen. Ach, haben wir die sogar? Was möchtest du? Ein Strohhalm? Wofür? Ah, okay. Moment, Mama hat die Hände nass. Da musst du aber aufpassen, die ist aus Glas. Wir haben gerade keine anderen da. Also so Plastikstrohhalme kaufen wir ja schon lange nicht mehr. Papierstrohhalme hatten wir jetzt zuletzt. Fanden die Kinder ja nicht besonders gut, aber sie haben die halt benutzt. Und ich habe auch hier welche aus Glas, die sind richtig toll. Hier, bitte nicht kaputt machen, ja? Davon haben wir nur 4 oder 5, das war in so einem Set. Ich weiß gar nicht. Wie bitte? Nee, das kann man nicht essen. Und dann kann man das wieder holen. Dann kann man das waschen und wieder benutzen. Müllermilch trinkt die Melina. Die trinkt ihr Müllermilch. Was möchtest du? Ein Glas? Dann gebe ich dir ein Becher. Kein Glas. Die sind fertig. Richtig krass. Guck
Guck mal, Schatz. Viele, ne? Mhm. Wow, könnt ihr auch gerne gleich draußen essen. Die sind am Planschen. Die Kinder, die kommen jetzt rein. Carlos kuschelt mit Luisa. Und wir haben schon mit Essen angefangen. Wir machen Garnelen mit Spaghetti. Oh, Rucola kann ich ja rein. Rucola, also das ist ein französisches Gericht. Wusstest du das? Keine Ahnung. Da kommt Rucola rein. Ich hab euch das schon mal gezeigt. Also da kommt Zitrone, Honig und Rucola mit den Spaghetti vermischen. Und dann kommen halt die Garnelen noch da rein. Und wir machen Garnelen richtig schön mit Knoblauch und ein bisschen Schärfe. Genau. Ah ne, wir machen nicht mit Schärfe, wie den Kindern. Aber sonst machen wir halt auch total gerne immer mit Schärfe. Kommt ihr denn rein? Mama macht euch fertig. Die sind dann noch im Bademantel. Du hast ein Handy. Ich auch. Das darf nicht ins Wasser, ne? Ist kein Handy. Die Kinder haben noch kein Handy. Ach, die Hummel. Hm? Die Hummel war noch im Eimer. Mhm. Ich glaube, das Video geht auch schon extrem lang. Deswegen würde ich das hier an dieser Stelle beenden. Ich habe schon wieder ein XXL. Vlog. Weiß ich nicht, ich sehe keine Hummel. Der Papa meinte, hier wäre irgendwo eine Hummel. Boah, der Eismann kommt aber auch immer später, oder? Ja. Also ehrlich, guck mal, wir haben schon 6. Kinder, ihr hattet schon Eis. Jetzt gibt es Abendessen. Jetzt gleich. Ja. Ach so. Ärmel! Nur du bist hier geguckt. Tschüss. Der macht das so oft. Oh Mann. Der Kack in die Ohren, aber trotzdem. Genau deswegen. So, ihr Lieben, ich beende jetzt hier das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.